Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Wir haben Post und heute soll Rainer auf der Insel sein. Wieso ist hier keine Post von dem Chris? Wo ist die Post vom Chris hin? Na gut, dann erstmal von der Katharina. Danke für das Poster. Bitte für das Poster. Und danke für die Katzenzeichnung. Bitte für die Katzenzeichnung. Aber wo ist Chris? Chris wollte mir ein Volleyball schicken. Chris, wo ist mein Volleyball? Da bin ich ja ganz schön entrüstet. Mann, Mann, Mann. Okay, ja, die Katharina hat mir ein paar Saaten geschickt von Anemonen, ganz offensichtlich. Okay, ich glaube, ich habe die schon, aber trotzdem danke. Und die Melinda hat heute Morgen schon gesagt, da ist ein ganz zwielichtiger Typ auf der Insel. Guck mal, die Büsche wachsen ja auch alle. Und da wird es natürlich um den Rainer gehen, der wohl irgendwie gefälschte Sachen verkauft. Und heißt, den werden wir hier heute suchen gehen. Aber erstmal zeige ich euch, wo ich hier natürlich gerade meine Anemonen bekommen habe. Oh, da ist meine Schaufel kaputt. GG. Hier oben habe ich jetzt ein Blümchenbeet angelegt. Cool, oder? Immer so 5x5. Wieso ist hier eigentlich keine Musik? Wieso macht dieses Ding hier keine Musik? Dann nehmen wir natürlich den Tango hier rein. Weil beim Tango-Tanzen hat man immer eine Rose im Mund oder so. Ich glaube, das funktioniert. Und ja, immer so 5x5 und so ausgelegt, dass sie gut crossbreeden können. Mir fehlen noch ab und zu ein paar Farben, die ich noch irgendwie selber machen müsste, so orange und sowas. Aber erstmal sieht das jetzt hier so aus. Kann man die jetzt schon erkennen? Also das hier sind Chrysanthemen. Das hier sind vielleicht Tulpen. Das könnten Rosen sein. Sind das die Rosen? Kann gut sein. Oder sind das hier die Rosen? Ne, das hier sind die Rosen, ne? Was ist denn das hier unten rechts? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Muss ich gucken, wenn die fertig ausgewachsen sind. Und vielleicht... Was sind das? Ich kenne mich halt null aus mit Pflanzen. Aber guck mal, da ist noch was vergraben. Das muss natürlich weg, sonst passiert hier gar nichts. Aber ja, soweit erstmal mein Blümchengarten-Gedünsel. So, ansonsten müssten wir heute auch noch den Guido hier wegschicken, der hier ja leider wohnt. Denn ich habe vor, meinen Fluss hier noch weiterzuführen, dass er dann hier so lang geht. Und ich hatte überlegt... Oh, ein Geldbaum. Diesen Fluss weiterzuführen und dann irgendwie im Kreis zu führen, dass der irgendwie, hier Bea muss dann glaube ich auch nochmal weg, dass er dann hier hinten abschließt, weil ich möchte halt, dass der tatsächlich auch ins Meer wieder reinfließt und nicht, dass der Fluss einfach irgendwo endet, aber dafür muss der Guido halt weg. Und in die Mitte soll dann so ein Erinnerungsuhr rein, ich weiß auch gar nicht, ob die hier genau hinpasst oder ob ich die vielleicht doch irgendwo anders hin tun soll, aber soweit erstmal der Plan. Dann lass doch erstmal nach dem Rainer suchen. Lol, der ist einfach auf dem Festplatz. Ich dachte, der läuft hier random rum. Hallo, Rainer. Nun, nun. Bist du von hier? Ja, Rainer, mein Name. Tätig im Vertrieb. Und du bist... Dizzy. Toller Name. Intelligent. Kühn. Ich weiß schon jetzt, wir werden Freunde. Nein, besser noch, Familie. Oha, na. Ey, deine Freude, dich kennenzulernen, Dizzy. Ich will dir nicht zuvor erscheinen, aber du hast eindeutig ein Auge für Kunst. Nein, im Ernst. Rainer hat einen glasklaren Instinkt für sowas. Und mein Instinkt hat mir geraten, etwas mitzubringen. Ein feines Lichtgemälde. Ja, ich weiß, ein verrückter Zufall, nicht wahr? Fast schon Schicksal. Das gute Stück verkaufe ich dir aber nur, weil du zur Familie gehörst. Zu einem wahren Spottpreis. Die klingen 498.000 Sternis. Ja, ich weiß, ein echtes Schnäppchen. Was sagst du? Ernsthaft jetzt? So viel Geld habe ich nicht dabei. Ach komm schon, du wirst nirgends einen besseren Preis finden als das. Hm, na gut, aber das ist eben das Schicksal. Das mich erinnert, dass du ja meine Familie bist, mein Cousin. Deshalb gewähre ich dir meinen familienexklusiven, patentierten Cousin-Rabatt. Und zwar nur dir. Für nur 5000 Sternis bist du der stolze Besitzer deines eigenen Lichtgemäldes. Klar, da bin ich doch dabei. Ja, du wirst das nicht bereuen. Oh mein Gott, das ist bestimmt eine Fälschung. Ich meine, Melinda hat uns ja schon vor ihm gewarnt. Und wer schon mal an Animal Crossing teilgespielt hat, weiß, dass der Rainer jetzt nicht der aufrichtigste Bewohner ist. Hallo, Geschenk, das durch meinen Bildschirm fliegt. Ich wusste, du hast ein Auge für Kunst. So war es vorher bestimmt. Bis zum nächsten Mal, Cousin. Ja, das werden wir jetzt natürlich dem Eugen geben, der eine neue Kunstgalerie in seinem Museum haben wollte. Aber erstmal gucken wir natürlich in dieses schöne Geschenk hier rein. Ich habe, by the way, auch die... hier, ich kann eine goldene Goldschleuder machen. Cool, oder? Habe ich aber noch nicht gemacht, weil ich warte jetzt erstmal, dass meine normale Schleuder kaputt geht. Cyberbrille, die habe ich doch auch schon mal irgendwann gehabt, ne? Ah, sieht auch verschärft aus. Dann lasse ich die erstmal an. Dann lass doch mal schauen, was der Eugen zu unserem schönen Kunstwerk sagt, das wir gerade erstanden haben. Und ob ihn ein Gemälde schon langt, um sein Museum zu vergrößern. Hallo Eugen, guck mal, was ich habe. Nee, nee, warte. Also würden uns das wahrscheinlich sowieso zurückgeben, aber ich möchte zumindest einmal angucken, was uns denn der Rainer da verkauft hat. Ah ja, das ist das ganz klassische
die Explosion der Ölfabrik auf dem Wasser. Irgendwie so. Ist mir nicht bekannt, aber vielleicht kann der Eugen ja was dazu sagen. Oh, ist das ein Lichtgemälde, authentisch und verfälscht. Kein Zweifel, welch herrlicher Anblick, mehr noch, als ich je zu träumen wagte. Könnten Sie sich vorstellen, dieses Lichtgemälde im Museum zu stiften? Ein solcher Akt der Großzügigkeit würde es erlauben, das Museum um eine Kunstausstellung zu erweitern. Was? Ist Eugen nicht so firm da drin, diese Kunstwerke selber zu bestimmen, ob die jetzt Fälschungen sind oder nicht? Ja, auf jeden Fall stifte ich das. Okay, ich hätte hundertprozentig damit gerechnet, dass es eine Fälschung ist. Oh, Daisy, ich bin Ihnen wirklich wahrlich zutiefst in Dank verpflichtet. Ja, dann wird das Museum wohl morgen in Umbau geraten. Mein Nogladen ist ja heute schon im Umbau. Da hätte ich jetzt aber nicht mit gerechnet. Aber ich vermute mal, dass sobald dann das Museum ausgebaut worden ist, dass dann rauskommt, dass es doch eine Fälschung ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Museum, weil das sieht wirklich viel cooler aus als diese Stufe jetzt. Ich glaube, da wird das Museum auch ein bisschen breiter und so. Und sieht allgemein von außen schöner aus. Das wird cool. Ob der Rainer jetzt wohl immer noch auf dem Festplatz ist? Ja, okay. Hast du mir auch keine Fälschung verkauft, Rainer? Diese Insel ist was ganz Besonderes. Alle sind so lieb und vertrauensselig und großzügig. Einfach wundervoll. Ja, das passt dir, ne? Du Ganove. Ob alt oder jung, ganz egal. Kurz beglückt jeden. Und das, finde ich, gilt auch für ein gutes Angebot. Willst du mich noch irgendwas verkaufen? Ich habe da noch dieses Angebot für einen alten Fischkutter. Der taugt sicher als Verkaufsraum. Ja, genau. Ab morgen ist er dann wahrscheinlich in seinem Fischkutter unterwegs, wo man ja dann auch Sachen kaufen kann. Und ihr meintet, dieser Vogel über dem schwarzen Brett bedeutet, dass da eine neue Nachricht ist. Deswegen schauen wir mal rauf. Die Umbauarbeiten. Dank eurer Unterstützung können wir endlich den Umbau des Ladens angehen. Oh. Ach du Scheiße, der wird ja viel größer als vorher. Also vorher ging er vielleicht bis hier der Laden? Oder hier? Also hier war die Tür, hier war die Verkaufsbox. Also wird mindestens ein Teil größer, sowohl links als auch rechts. Oh Gott. Da bin ich ja mal gespannt, was das Tolles wird. Und was haben noch die Able Sisters für uns? Ich sehe da auf jeden Fall eine Samurai-Rüstung schon draußen. Die wird auf jeden Fall gekauft. Ach du Scheiße, sogar in verschiedenen Farben. Oh boy, ich will die alle haben. Das fehlt immer noch, ne? Dass man einfach mehrere Sachen gleichzeitig kaufen kann. Also, dass man mehrere Samurai-Rüstungen oder so einfach gleichzeitig kaufen kann. Und ein Schmetterlings-Kimono gibt's ja auch. Oh Gott, ich muss hier heute so viel einkaufen. 6,5 Stunden später. Boah, ist das nervig. Ich musste da jetzt wirklich 6-mal reingehen, um alles zu kaufen. Das ist ja auch süß hier, dieses Herzchen-Shirt. Und hat die Sine heute auch noch was für mich? Bisher hat sie mir jeden Tag was gegeben. Und anscheinend gibt sie mir auch heute was. Danke, Sina. So, und das ist nämlich eigentlich ganz cool, weil ich habe meines Wissens auch so einen Samurai-Helm. Genau hier, in gelb, okay. Oh, ich kann nicht den Schnabel tragen, zusammen mit dem Helm. Oh, das ist ja lame, wieso geht das denn nicht? Aber eine Brille geht, oder was? Ja, also Brille muss schon sein. Wieso geht der Schnabel nicht? Oh, das ist sad. Oh, ich habe sogar Samurai-Stiefel. Leute, ich bin ein richtiger Samurai. Was willst du tun? Na dann, ist das the Outfit of the Day. Richtiger Samurai. Also die Brille passt jetzt nicht so ganz dazu. Aber die stuft das jetzt auch nicht wirklich ab. Das ist schon in Ordnung. Und ich sehe gerade, oben bei meinem privaten Strand ist jetzt ein neues Zeichen. Ist der Rainer jetzt doch schon da? Das wäre merkwürdig. Also vielleicht ist sein Kutter schon da. Aber er halt nicht, weil er am Festplatz ist. Lol, der steht halt wirklich schon da. Ist der jetzt jeden Tag da? Das fände ich ultra weird. Und der muss das auch ultra weird finden, was hier alles an meinem privaten Strand ist. Wie ist er an Dwarber vorbeigekommen? Hä, Dwarber, wieso hast du nicht getötet? Was ist denn los bei dir? Und einfach rein. An dem Schiff könnte was faul sein, bloß nicht ohne Erlaubnis betreten. Ja. Hä, okay, da muss ich doch nochmal kurz zu Rainer. Eben hat er noch irgendwas gelabert, dass er seinen Fischkutter kaufen sollte, kann tun. Und jetzt steht er da aber schon. Yo, Rainer, mein Bro. Darf ich deinen Fischkutter? Scheinbar nicht. Okay, dann ist ein Fischkutter wahrscheinlich erst offen, wenn das Museum da ist. Oder eventuell ab morgen oder so. Ist jetzt sad. Aber okay. Gut, dann noch eine Sache. Ich habe nämlich ein bisschen gebaut und ihr seht das vielleicht auch schon. Die Zuschauer, die vielleicht ab und zu mal auf die Minimap gucken, hier oben ist sogar ein bisschen versteckt so. Ja, ich habe da so einen Schrein gebaut für die Aki. Und ja, man kommt ja da halt nur hin, wenn man durchs Museum quasi hier durchgeht und es fällt auch nicht direkt auf, aber Leute, hier ist ein Durchgang. Badababa. Schön alles mit Bäumen und sowas, ein bisschen verdeckt. Und dann kann man hier aber reingehen und dann ist hier so ein kleiner Schrein für die Aki. Und ich habe auch noch vor, hier besondere Blumen an den Seiten hinzutun. Dieses Lilane ist ja, glaube ich, schon eine Kreuzung und das soll hier halt überall hin. Und ja, fand ich erstmal ganz hübsch.
Ja, man darf noch nicht nach oben gucken, weil die Blumen sind hier noch alle nicht fertig. Man sieht ja auch, links und rechts sind sie noch nicht fertig. Und überall anders sind nur Grüße am Themen. Ich wollte eigentlich da oben noch irgendwelche Bäume oder so hinpflanzen, aber ich habe das mit dem Platz leider nicht gut durchdacht. Deswegen kommen da jetzt erstmal nur Blümchen hin. Aber ja, das habe ich auch noch gebaut. Das hat, glaube ich, 4 Stunden oder so gedauert. Finde ich aber ganz nice. Und ja, da wohnt die Aki. Vielleicht ist die Aki ja sogar zu Hause. Ja. Das ist ja mein japanischer kleiner Hase. Guck mal, ein Safari-Hase. Und by the way, Aki ist ein Mann. Habe ich gestern herausgefunden. Doof, oder? Ich dachte, Aki wäre ein Mädel. Aber nope, ist einfach ein Mann. Daisy, du auch hier? Erst schaut Bär vorbei und jetzt du. Meine Beliebtheit wächst ja von Minute zu Minute, Gusebas. Ja, und guck mal, ich habe sogar was für dich dabei. Ich finde ihr Safari-Shirt eigentlich mega cool. Ich schenke ihm mal eine Kochstelle. Was hältst du davon? Dein Geschenk war ein absoluter Volltreffer, hundertprozentig mein Geschmack. Und die Bea ist auch hier. Dein Outfit geht gar nicht, ja? Nimm mal hier so einen einfarben Strickpullover. Oh ja, viel besser. Ach man, ich mag ihr Haus richtig gerne. Sie hat auch ein Tatami-Bett. Gott, ich liebe ihr Haus so sehr. Ich will vor allem dieses Ding hier haben. Aber ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Bitte, Aki, schenk mir das irgendwann. Im Dunkeln sieht das alles noch viel schöner aus, finde ich. Auch mit den Lampen hier an den Seiten. Aber im Hellen ist das auch in Ordnung. Aber ja, das sind halt erstmal die Neuerungen, die ich so gemacht habe neben diesem Café. Und jetzt kennt ihr, glaube ich, alles Neue. Wir könnten nochmal eine Amiibo-Karte einsetzen. Und ich bin gespannt, ob ich damit dann jemanden aus der City rausschicken kann oder nicht. Ob ich dann die Nadine einfach vertreiben kann. Das wäre nämlich richtig cool. Und dafür muss man ja hier an diesen Automaten und dann einen Camper einladen. Und zwar habe ich von dem guten Tidus eine Amiibo-Karte geschenkt bekommen. Und zwar für den Heinz, genau. Auf der Karte steht zwar Rudi oder Wackpiff oder Rufinho, aber im Deutschen heißt er anscheinend Heinz. Ja, ich würde ihn gerne einladen, den guten Heinz. Jetzt bin ich gespannt, ich habe das noch nie gemacht. Da ist er, der Heinz, eine Katze nämlich. Jetzt nicht die allerschönste Katze, aber immer eine Katze. Hallo, hier ist Heinz. Ist da der Wartungsdienst für die Rudermaschine? Katze! Ich mag seinen Spruch auf jeden Fall. Ich soll auf euren Campingplatz einlaufen. Bin quasi schon unterwegs. Katze! Seine spitzen Ohren. Oh ja. Wenn ich dadurch Nadine aus der City raustreiben kann, dann wäre ich so happy. Wie geht's denn so? Oh, er trinkt Limonade. Irgendeine. Grapefruit oder so. Hey ho, du hast mich hierher eingeladen, also bin ich sofort losgeflitzt. Katza! Ich mag seinen Ausruf so gerne. Ich hätte ja wirklich gerne eine Langhantel. Auf dieser Insel scheint es ja genau die richtigen Materialien zu geben, um eine anzufertigen. Oh nein, ist das schon wieder so ein Sporttyp? Ich habe so viele Sporttypen auf meiner Insel. Na dann, soll ich dir eine Langhantel basteln? Wow, das würdest du tun? Wahnsinn, Katza! Ich verlasse Simania nämlich morgen wieder und habe immer noch kein Souvenir. Ein cooles Andenken wäre da wie ein Fallrückzieher. Vielen Dank schon mal. Katza! Nein, du darfst meine Insel nicht verlassen. Ich will dich doch hier als Bewohner haben. Sag mir nicht, ich muss erst einen Platz haben auf der Insel, damit ein neuer Bewohner hier einziehen kann über dieses Campinggedöns. Eben Limonade, jetzt hat er Lolli in der Hand. Scheint ja ein ganz süßer zu sein. Katza! Zelt nicht jedermanns Sache. Ich habe damit kein Problem, solange die Mindestanforderung erfüllt ist. Und die lautet, es muss genug Platz für Setup sein. Katza! Wenn man seine Grenzen testen will, muss man auch mal raus zum Zelten in die wilde Natur. Dass man die Rudermaschine nicht mitbringen kann, ist allerdings ein klarer Nachteil. Katza! Langhantel, 10 Eisenerz. Alright, bin gleich wieder da, Heinz. Na dann, ran ans Werk, eine Langhantel herstellen. Zack, 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 ich habe ja genug Eisenerz. Und wo wir schon hier sind, können wir auch gleich noch die Zäune erstellen für den Tag der Erde. Also für die Tag der Erde Nogmeilen Plus Aktion. Ich frage mich auch immer noch, ob der Nog einen eventuell jetzt über die ganze Woche, wenn man diese eine Nogmeilen Plus Aktion macht, ob er dann jeden Tag ein neues DIY gibt. Das wäre nämlich richtig knorke. Aber auch so lohnt sich das schon. 750 Meilen einfach nur dafür, dass man 2 Zäune hergestellt hat. Aber mit Langhantel im Gepäck wieder zurück zu Heinz. Der wird sich sicher freuen darüber. Ich meine, das ist ein schönes Souvenir, was man vom Camping mitnimmt, oder? So eine schöne Langhantel. 30 Kilo, einfach im Gepäck und er trinkt wieder seine andere Limonade hier. Oh, endlich bin ich hier los. Wow, diese Langhantel ist wirklich das Beste aller Dizzymania-Souvenirs. Du bist ja echt nicht zu toppen. Als Dankeschön bekommst du diese Diner-Schürze. Nein, bitte zieh zu mir. Ich will keine Diner-Schürze, ich will dich. Dieser Dizzymania-Trip war wesentlich cooler, als ich gehofft hatte. Ich will gar nicht mehr weg.
Du lädst mich doch bald wieder ein, ja? Ich komme sofort. Und wenn ich persönlich herpaddeln muss, bleib doch einfach gleich hier. Oh nein. Seit ich hier bin, läuft es mit meinem Workout wie geschmiert. Ich fühle mich fitter als je zuvor. Kaza! Was passiert wohl, wenn ich länger hier bleibe? Können Muskeln eigentlich Muskeln kriegen? Ja, zieh doch her. Bitte zieh her. Ich soll dauerhaft hier bleiben. Ein verlockender Gedanke. Aber meine jetzige Bleibe ist nicht ohne. Und ich habe noch eine Muskelchallenge mit einem Nachbarn laufen. Lad mich doch einfach mal bald wieder ein, damit ich diese Insel zunächst noch besser kennenlerne. Nein, du bleibst jetzt hier. Okay, also wir können ihn wirklich erst dann einladen, wenn jemand aus unserer Stadt gezogen ist. Das ist sehr sad. Aber dann könnte man sagen, dass er in die Stadt soll. Ich muss also doch Nadine aus der Stadt rausmobben. Das ist belastend. Na gut, dann gucken wir nochmal kurz, was für Gegenstände wir heute von den Bäumen bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Nadelbäume, by the way, häufiger was fallen lassen als die ganz normalen Bäume. Deswegen schüttel ich eigentlich immer nur die, weil, ja, weil da ist die Chance anscheinend höher. Und wer das vielleicht noch nicht weiß, man kann jeden Tag 2 Möbel aus Bäumen rausschütteln. Hier zum Beispiel ein Nostalgie-Handtisch. Was war das? Nostalgie-Hutisch. What the fuck soll da... What? Okay, ja, sehr, sehr schönes Item. Danke für den Nostalgie-Hutisch. Und dann unser zweites Item. Ein Flecht-Sofatisch. Da habe ich auch schon ein paar Sachen von. Ja, auch schön. Also diese Flechtdinger, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Cool. Weitere 2 Items. Phobi. Aber ansonsten können wir heute anscheinend nicht viel machen. Wir können halt auch nicht in den Laden reingucken. Den gucken wir uns dann morgen an. Morgen ist dann das Museum wahrscheinlich nicht mehr da für einen ganzen Tag. Und ja, das Mai-Eieiei-Event ist ja leider erst ab Mai, wie der Name schon sagt. Also erst in der Woche. Ja, dann war es das aber mit der Folge heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Like da. Und dann gucke ich mal, wie ich die nächsten Tage hier baue. Und wo ich den Guido vorhin hin platziere. Habt ihr vielleicht eine Idee, wo der hin könnte? Sonst platziere ich ihn einfach irgendwo hin, weil da, wo er jetzt gerade ist, nervt er auf jeden Fall. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.